Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die Freude und die Ehre, Sie im Namen der Organisatorinnen und Organisatoren dieses Thementages ganz herzlich zu begrüßen. Wir freuen uns über Ihr Interesse am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Vor 100 Jahren ereignete sich die russische Revolution. Sie stieß in der Folge nicht nur die Entwicklung Russlands in eine unerwartete neue Richtung, sie prägte auch die europäische und auch die globale Geschichte, zumindest des 20. Jahrhunderts, ganz entscheidend mit. Mit der sozialistischen Oktoberrevolution wurde zudem ein gesellschaftliches Experiment ungeheuren Ausmaßes und von großer Tragweite und letztlich auch Tragik in die Wege geleitet. Völlig zu Recht wird dieses epochalen Ereignisses im Jahr 1917 an vielen Orten und auf viele Arten gedacht. Das Landesmuseum, dessen Gastfreundschaft wir heute hier genießen dürfen, zeigt eine ausgezeichnete Ausstellung, die ich Ihnen sehr empfehlen möchte, falls Sie sie nicht ohnehin schon gesehen haben. Auch wir von den Universitäten, von den Lehrstühlen für osteuropäische Geschichte haben uns überlegt, wie wir mit der Öffentlichkeit in einen Dialog über die Revolution treten könnten. Julia Richers von der Universität Bern, Benjamin Schenk, der an der Universität Basel lehrt, und ich von der Universität Zürich haben uns zusammengetan und beschlossen, die berühmte Zugfahrt Lenins im sogenannten plombierten Waggon als Anlass für einen Thementag zu nehmen. Am 9. April 1917, es war der Ostermontag damals, reiste Lenin mit gut 30 weiteren Genossinnen und Genossen von Zürich nach Petrograd ab, um nach der Februarrevolution jetzt auch die Chance für eine Revolution nach seinem Gusto wahrzunehmen. Organisiert und geleitet wurde die Reise vom Zürcher Sozialdemokraten Fritz Platzen. Der 9. April ist somit eine wichtige Schnittstelle, an der die Schweiz und Zürich eine Rolle spielen in der Weltgeschichte und die somit einen guten Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit der Revolution bietet. In dieser Auseinandersetzung möchten wir verschiedene Sichtweisen berücksichtigen. Ausgangspunkt der Revolution war die Utopie von einem besseren Leben für die große Masse der Bevölkerung. Die Utopie von Fortschritt, Emanzipation und vom Ende von Armut und Unterdrückung. Sehr bald waren jedoch Gewalt, Terror und Hunger das Signum der Revolution. Ganz zu schweigen vom Grauen des Stalinismus. Diese verschiedenen Aspekte sollen heute zur Sprache kommen. Ich möchte damit zum ersten Programmpunkt überleiten. Wir drei Professorinnen und Professoren werden jetzt Kurzvorträge halten, je etwa 15 Minuten. Wir geben uns Mühe, uns daran zu halten, damit nachher auch Zeit bleibt für eine Diskussion. Werden einige ausgewählte Aspekte des Revolutionsjahres 1917 vorstellen und anschließend haben Sie, wie gesagt, Gelegenheit für Fragen. Nun, vorerst bleibe ich noch hier oben auf dem Podium hinter dem Pültchen, weil ich gleich den Anfang mache mit einigen Ausführungen zur Februarrevolution. Die Februarrevolution hatte Ursachen und einen Anlass. Viele große Ereignisse haben ja in der Regel Ursachen, die tiefer liegen, die weiter zurückliegen. Und dann braucht es aber in der Regel auch einen Anlass, der zum Ausbruch des Ereignisses dann auch tatsächlich führt. Zunächst möchte ich auf die Ursachen der Revolutionen im Jahr 1917 hinweisen. Es gab ja auch schon eine Revolution 1905, die natürlich auch dieselben Ursachen letztlich hat. Was ist passiert, was zu dieser Revolution geführt hat? Zunächst einmal möchte ich hinweisen auf die dynamische Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft in Russland, insbesondere im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Es entstanden damals neue soziale Gruppen, beispielsweise eine gebildete intellektuelle Jugend, eine breitere Schicht von gebildeter Jugend, die geistige Strömungen aufnahm, die beispielsweise im Westen entwickelt wurden, etwa den Sozialismus, und die aber diese geistigen Strömungen dann auch an die jeweiligen Gegebenheiten in Russland
angepasst hat, etwa indem man sehr viel stärker als andernorts auch die Bauern einbezogen hat in die Gedankenwelt, in die eigene Ideologie. Die forcierte Industrialisierung in Russland ab dem Ende der 1880er Jahre, die brachte ein Unternehmertum hervor, aber auch ein Proletariat. Das sind neue soziale Schichten, die es zuvor nicht gegeben hatte. Insbesondere das Proletariat wurde dann wichtig, das zwar insgesamt jetzt gemessen am ganzen Land und an der Gesamtbevölkerung eine dünne Schicht war, aber wichtig war, dass das Proletariat konzentriert war an dass es beispielsweise in Petrograd oder in Petersburg, dann Petrograd oder auch an anderen Orten Industriezentren gab, wo teilweise Hunderttausende von Arbeitern und Arbeiterinnen konzentriert waren und somit auch mobilisierbar waren. Nun, diese sozialen, wirtschaftlichen Dynamiken, die sich entfalteten, die stießen aber auf ein politisches System, das sich nicht änderte in dieser Zeit. Also die Autokratie, wie sie seit Jahrhunderten bestanden hatte, blieb im Wesentlichen dieselbe. Es gab keine Partizipationsmöglichkeiten für diese neuen sozialen Schichten. Wenn sich politisch etwas tat, dann musste das im Untergrund geschehen. Also es gab keine legalen Parteien beispielsweise, auch kein Parlament oder auch keine legalen Gewerkschaften. Also jede politische Tätigkeit musste eigentlich in den Untergrund. Auch die ersten marxistischen Gruppierungen entstanden im Ausland, in der Schweiz. Also die Schweiz ist wirklich ein wichtiger Ort damals für Exilanten, für Gruppen, die zu Hause in ihren jeweiligen Ländern nicht aktiv sein können. In der Schweiz entstand dann 1883 unter der Führung von Georgi Plechanow die erste marxistische, sozialistische Gruppierung mit dem Namen Befreiung der Arbeit. Und das ist insofern wichtig, diese marxistische Ausrichtung, weil sich jetzt der Sozialismus unter diesem Vorzeichen von den Bauern abwendet, aus den Trägern jetzt einer künftigen Gesellschaft hin zu den Arbeitern. Es war diese Unzufriedenheit mit dem politischen System in breiten Teilen der Bevölkerung oder in immer breiteren Teilen der Bevölkerung, die letztlich zur Revolution von 1905 geführt hat. Die Revolution von 1905, die eine Revolution von unten war im Übrigen, wie auch diejenige im Februar 1917, also da hatten noch keine revolutionären Gruppierungen, Organisationen ihre Hand im Spiel, die etwa von oben her etwas in Bewegung gesetzt hätten. Die Revolution von 1905 war wichtig für den weiteren Verlauf, weil sie dem Zaren Konzessionen abgerungen hat. Der Zar musste in seinem Oktobermanifest gewisse bürgerliche Freiheiten zugestehen. Es war jetzt eine freie Presse zugelassen, es gab politische Parteien, die legal arbeiten konnten, es wurde ein Parlament eingesetzt, auch wenn viele von diesen Zugeständnissen wieder zumindest teilweise zurückgenommen wurden im Verlauf der Zeit, das politische Leben auf legaler Ebene konnte sich endlich entfalten und das war für die Zeit eigentlich sehr bedeutend, hat in dem Moment, denke ich, die Möglichkeit gegeben, auch für eine evolutionäre Entwicklung Russlands. Also man hätte sich vorstellen können, dass jetzt, wenn das so weitergeht, vielleicht auch noch weitere Konzessionen mit der Zeit errungen werden können vom Zaren, dass Russland einen evolutionären Weg in eine konstitutionelle Monarchie hätte nehmen können in diesem Moment. Dass das nicht der Fall war, daran war zu einem großen Teil der Erste Weltkrieg schuld. Also der Erste Weltkrieg, würde ich sagen, ist jetzt gewissermaßen der Anlass. Also vorhin habe ich Gründe, Ursachen genannt. Jetzt komme ich zum Anlass, der dazu geführt hat, dass 1917 die Revolution zunächst im Februar und dann später auch die Oktoberrevolution sich ereignen konnte. Der Erste Weltkrieg war 1917 insbesondere schon sehr unpopulär in Russland, in weitesten Kreisen der Bevölkerung. Er erforderte sehr viele Opfer, unglaublich viele Tote, Verletzte, Invalide. Er
hatte natürlich auch zur Folge, dass Millionen von Männern an der Front waren. Sie fehlten dann überall, sie fehlten in der Landwirtschaft, sie fehlten aber auch in den Fabriken. Die Lebensbedingungen verschlechterten sich darüber hinaus dramatisch, vor allem in den Städten. Es gab einen deutlichen Zerfall des Realeinkommens, also die Kaufkraft sank rapide. Aber auch die Versorgungslage, das war letztlich auch das ausschlaggebende Moment, würde ich sagen, für den Ausbruch der Februarrevolution. Die Versorgungslage verschlechterte sich zusehends, weil die ganze Infrastruktur, insbesondere auch die Eisenbahn, sehr stark beansprucht wurde für den Krieg, für Kriegstransporte. Das Rollmaterial war verschlissen und auch das, was eventuell vielleicht noch zur Verfügung gestanden hätte, abgesehen vom Krieg für die zivile Bevölkerung, war häufig nicht einsetzbar, sodass insbesondere die großen Städte viel schlechter versorgt wurden mit Nahrungsmitteln, aber auch mit Heizmaterial. Und das war in diesem unglaublich harten, sogar für russische Verhältnisse bitterkalten Winter 1917 ein ausschlaggebendes Moment. Besonders stark betroffen von dieser schlechten Versorgungslage waren auch die Frauen. Die Frauen, die beispielsweise in Petrograd die Männer zu einem guten Teil in den Fabriken ersetzen mussten. Etwa die Hälfte der Arbeiterschaft in Petrograd waren Frauen 1917. Auch Kinder arbeiteten. Man hatte den Arbeitstag verlängert, damit genug auch für die Rüstungsindustrie auch produziert werden konnte. Also Sie stellen sich mal die Situation vor, die Frauen, die arbeiten 10, 12 Stunden, sie müssen gleichzeitig auch dafür sorgen, dass ihre Familie etwas zu essen bekommt. Das ist aber fast nicht erhältlich. Man muss stundenlang in der in der Kälte ausharren und anstehen und kriegt dann vielleicht doch nichts. Es kam deswegen immer wieder zu Demonstrationen in diesem Winter. Als besonders dann, als Ausschlag geben sollte sich dann die Demonstration der Frauen zum 8. März, also zum Internationalen Tag der Frau am 8. März 1917 herausstellen. Das wussten die Frauen damals noch nicht, dass sie demonstrierten, aber rückwirkend gesehen kann man sagen, dass da die Februarrevolution dann begann. Es waren Textilarbeiterinnen zunächst einmal, aus dem Quartier Viborg in Petersburg, die Arbeit niederlegten und an diesen internationalen Tag der Frau mit Demonstrationen gingen. Das übrigens Lenin. Lenin habe ich jetzt übersprungen, aber von Lenin werden Sie heute noch mehr hören. Das ist hier Petersburg oder Petrograd hier, das ist dieser Stadtteil Viborg und aus diesen von Fabriken hier gingen die ersten Arbeiterinnen auf die Straße. Auch aus den anderen Fabriken kamen noch mehr Frauen und wenn Sie jetzt sich hier anschauen, das ist eine solche Demonstration. Vermutlich sind das jetzt Arbeiterinnen der Putilow-Werke, die auf die Straße gingen. Und was forderten sie? Sie forderten auf diesen Transparenten mehr zu essen, also ernährt die Kinder der Vaterlandsverteidiger, also das heißt, die Männer sind an der Front und zu Hause haben die Kinder nicht genug zu essen. Also es sind hier die Forderungen nach nach einer besseren Versorgung. Hier an der gleichen Demonstration sehen Sie auch auf diesem Transparent, was die Frauen auch fordern. Sie fordern die Soldaten und die Arbeiter auf, sie zu unterstützen, also damit sie nicht alleine demonstrieren müssen. Die Frauen, das andere Slogans, die auch an diesen Demonstrationen zu sehen waren, die lauteten: Nieder mit dem Krieg, nieder mit den hohen Preisen, nieder mit dem Hunger, Brot für die Arbeiter, und dann wird es dann sehr schnell auch direkt politisch: nieder mit dem Zaren.
Also es waren dann in der Folge auch die Frauen, die die Soldaten zum Überlaufen überredeten. Die Frage war ja, was passiert jetzt, was macht die Garnison, werden diese Demonstrationen allenfalls jetzt auch irgendwie niedergeschlagen, zusammengeschossen, wie das ja auch schon vorgekommen war, 1905 beispielsweise, als die Revolution von 1905 ausbrach. Aber das war diesmal nicht der Fall, weil erstens die Frauen wirklich aktiv die Soldaten zum Überlaufen überredet haben. Sie haben die Soldaten versucht, von ihren Offizieren zu trennen und sie zum Überlaufen zu bewegen. Es ist ihnen auch gelungen, die Kosaken davon abzuhalten, auf sie zu schießen. Hinzu kommt, dass die Soldaten selbst ja auch genug von diesem Krieg hatten, also dass sie innerlich schon gewissermaßen auch zu einem guten Teil auf der Seite der Arbeiter, der Arbeiterinnen standen und sich mit diesen Forderungen, die ja hier genannt werden, durchaus auch identifizieren konnten. Als die revolutionären Gruppierungen, also die Sozialdemokraten beispielsweise oder auch andere, die hatten, die waren nicht darauf vorbereitet, dass die Februarrevolution, die kommt ganz klar von unten. Es gibt keine führende Partei, die das irgendwie leitet. Das kommt erst, also nachdem jetzt diese Demonstrationen auch in den nächsten Tagen weitergehen, auch sich immer mehr Männer anschließen, Soldaten anschließen, erst da beginnen sich die Bolschewiken, die Menschewiken oder die Sozialrevolution jetzt mit dem, was jetzt passiert, sich auseinanderzusetzen. Es waren dann, also die Frauen machten den Anfang, aber am 27. Februar übernahmen dann Soldaten der Petrograder Garnison die Führung des Aufstandes und alle Regimenter der Hauptstadt schlossen sich der Rebellion an. Und am nächsten Tag wurden dann bereits die Minister der zarischen Regierung verhaftet und am 2. März musste auch der Zar abdanken. Es kam dann in der Folge zur Bildung einer neuen Regierung, der sogenannten provisorischen Regierung. Das war eines der Machtzentren, der neuen Machtzentren, die sich jetzt entwickelten und nach der Februarrevolution. Und auf der anderen Seite waren es die sogenannten revolutionären Massen, also die Arbeiter, die Soldaten, die ihre Delegierten, ihre Vertreter, Vertreterinnen dann auch wählten in den sogenannten Sowjet, in einen Rat, das war ein mehrtausendköpfiges Gremium, das Sie hier sehen. Das sind Vertreter der Vertreterinnen der Arbeiter und der Soldaten, die jetzt diesen revolutionären Impetus nicht irgendwie an eine bürgerliche Regierung abgeben möchten, sondern sich weiterhin für ihre Belange einsetzen möchten. Nur noch ganz kurz, was waren die Errungenschaften der Februarrevolution? Also was hat sie jetzt den Menschen gebracht? Also völlige Pressefreiheit, das war etwas, was jetzt nach der Revolution umgesetzt wurde. Bürgerliche Freiheiten, wie wir sie kennen. Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Frauen mussten da noch ein paar demonstrieren und kämpfen, aber dann haben sie auch das Wahlrecht bekommen. Abschaffung der Todesstrafe und der Verbannung. Und Amnestie für politische Gefangene, für Flüchtlinge und Exilanten. Der letzte Punkt ist für uns jetzt sehr wichtig, weil er ermöglichte, dass jetzt all diese Menschewiken, Bolschewiken, Sozialrevolutionäre, alle diese revolutionären Elemente, die irgendwo im Ausland waren, in der Schweiz beispielsweise, jetzt gefahrlos nach Russland auch zurückkehren konnten, ohne befürchten zu müssen, dass sie jetzt verhaftet würden. Und das ist der Punkt, den ich jetzt auch zu unserem nächsten Vortrag weiterführt. Ich gebe den Stab gleich weiter an Julia Richers. Ja, damit wenden wir den Blick in die Schweiz und fragen uns in den nächsten 15 Minuten, was hat denn die Schweiz mit der russischen Revolution zu tun? Die russischen Revolutionäre im Schweizer Exil erfuhren über die Tagespresse vom überraschenden Ausbruch der Februarrevolution in Russland. Die Nachrichten in der Presse trafen jedoch spärlich und vor allem viele, viele Tage verspätet in der Schweiz ein.
Als die Februarrevolution am 8. März 1917 mit den von Nada Boschkowska genannten Frauendemonstrationen in Petrograd ausbrach, war in der Neuen Zürcher Zeitung, der NZZ, noch nichts davon zu lesen. Auch an den darauffolgenden 3 Tagen nicht. Die Seiten der NZZ füllten Lokales, die Westfront und Anzeigen für Bubenbetten, gewisse Krankheiten, Weine und Russischstunden. Am 12. März schließlich erschien eine kleine Notiz, ein erstes Anzeichen. Darin war zu lesen, heute und gestern legten die Arbeiter in Petersburg die Arbeit nieder, um gegen den Brotmangel zu protestieren. Auf der Straße fanden kleine Zusammenstöße statt, jedoch ohne bedeutende Folgen. Also kein Grund zur Sorge. Unbedeutend und ohne Folgen. Am 13. März keine Meldung, am 14. März auch keine Meldung in der NZZ, dann am 15. März in der Mittagsausgabe der NZZ ähnliche Worte wie 2 Tage zuvor. Die Arbeiterklassen von Petersburg und Moskau haben tatsächlich beschlossen, gegen den Mangel an Brot durch den Streik zu protestieren. Es war aber kein ernsthafter Zwischenfall zu verzeichnen. Dies am 14. März. Wenige Stunden später schlich sich dann doch eine seltsame Nachricht in die NZZ. Sie war nur für aufmerksame Leserinnen und Leser zu entdecken und definitiv für welche mit besseren Augen als ich. Das ist auf der 2. Seite der NZZ vom Abendblatt. Dort lautete die Nachricht: Das Wolf-Büro verbreitet als Meldung der Petersburger Telegrafenagentur folgende Nachricht. In Petersburg ist die Revolution ausgebrochen. Punkt. Viel mehr war der Zeitungsmeldung nicht zu entlocken. Am nächsten Tag, dem 16. März, schrieb die NZZ dann in ihrem Morgenblatt von schweren Unruhen in mehreren Städten, von Volkserhebung und von revolutionären Akten. Die näheren Umstände seien jedoch, Zitat, noch nicht zu erkennen, Zitat Ende. Wenige Stunden später schaffte es die seit immerhin rund 9 Tagen anhaltenden revolutionären Ereignisse auf die Titelseite der NZZ. Sie sehen hier Revolution in Russland. Jener Tag, an dem nun tatsächlich die Kunde von der Februarrevolution in der Schweiz eintraf, also hier prominent eintraf, beschrieb Lenins Frau Nadja Stakrubskaja in ihren Erinnerungen wie folgt. Eines Tages, als Lenin nach dem Mittagessen gerade in die Bibliothek gehen wollte und ich eben das Geschirr weggeräumt hatte, kam Bronski mit den Worten angelaufen: Haben Sie gehört? In Russland ist die Revolution ausgebrochen. Und erzählte uns, was er in den Extrablättern gelesen hatte. Als Bronski gegangen war, eilten wir zum See. Dort wurde an einer bestimmten Stelle sämtliche Zeitungen sofort nach ihrem Erscheinen ausgehängt. Wir lasen die Telegramme mehrere Male. In Russland war tatsächlich die Revolution ausgebrochen. Sie sehen, der Revolutionsausbruch überraschte alle. Noch Ende Januar 1917, also einen Monat zuvor, hatte Lenin in einem Vortrag in Zürich gemeint, Zitat, wir, die Alten, werden vielleicht die entscheidenden Kämpfe einer kommenden Revolution nicht mehr erleben. Zitat Ende. Nun war sie plötzlich da, die Revolution. Die Kunde von der Februarrevolution verbreitete sich in der Schweiz wie ein Lauffeuer. Die Aufregung unter den russischen Exilantinnen und Exilanten war riesig. Die Vorstellung, dass in Russland die Revolution ohne sie vonstatten ging, war für sie, für viele, schier unerträglich. Krupskaja schrieb über diese verquere Situation, Zitat, wir konnten das Gefühl nicht loswerden, dass wir in diesem kleinen bürgerlichen demokratischen Käfig gefangen saßen, während irgendwo weit von uns entfernt der revolutionäre Kampf anwuchs, heißes Leben pulsierte. Entsprechend rasch kam der Gedanke einer Rückreise nach Russland zustande.
Angefacht wurden die Rückkehrpläne durch eine Mitteilung der neuen provisorischen Regierung, die ebenfalls vorher gerade genannt wurde, die Amnestie für ehemals politisch Verfolgte. Jene politischen Exilanten im Schweizer Asyl standen jedoch vor dem Problem, dass Frankreich und Italien als Alliierte des ehemaligen Zarenreichs kein Interesse an der Rückkehr erklärter Kriegsgegner zeigten. Auf der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten tagten am 19. März in Bern russische und polnische Vertreter der Zimmerwalder Bewegung, wobei der Menschewik Juli Martow als erster den Plan vorstellte, die deutsche Regierung um die Durchreiseerlaubnis durch das feindliche Deutschland zu ersuchen, gegen den Austausch deutscher und österreichischer Kriegsgefangener. Auch alternative Vorschläge kursierten damals, etwa mit einem Flugzeug oder einem Zeppelin die Front zu überqueren oder sich mit falschen Pässen im Untergrund durchzuschlagen. Lenin etwa sollte als stummer Schwede reisen, doch all diese Fantastereien wurden rasch wieder begraben. Zur weiteren Planung wurde umgehend ein parteiübergreifendes Zentralkomitee zur Rückkehr der in der Schweiz weilenden russischen Emigranten gegründet, das jene 564 Exilantinnen und Exilanten vertrat, die sich offiziell zur Zimmerwalder Bewegung bekannten. Dazu gehörten Menschewiki, die Bolschewiki, Sozialrevolutionäre und Mitglieder des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes. Welche Rolle denn dieses ominöse Zimmerwald spielte, werde ich im Verlauf dieses Kurzbeitrags noch erläutern. Was auf den kühnen Plan, durch deutsches Feindesland zu reisen, folgte, gleicht einem Krimi erster Güte. In diesem Projekt Rückreise fand sich alles, was einen Thriller ausmacht. Geheime Absprachen, Intrigen, Verschwörungstheorien, Agenten und V-Männer überall, Verschleierungen und Geheimdiplomatie, angereichert mit Schweizer Vermittlungsarbeit, einer ordentlichen Prise großdeutscher Ostpolitik und revolutionärem Heldenmut. Lassen Sie mich hier etwas Klarheit in das mythenumrankte Dickicht bringen. Hinter mir finden Sie eine kleine Orientierungshilfe einiger Namen der involvierten Akteure. Der Krimi nimmt seinen Anfang in Bern. Das Zentralkomitee der Exilanten beauftragte den Schweizer Sozialdemokraten und Vorsitzenden der Zimmerwalder Bewegung, Robert Grimm, entsprechende Abklärungen mit den deutschen Stellen wie mit der Schweizer Regierung, das heißt dem politischen Departement von Bundesrat Arthur Hoffmann, in der Bundesstadt zu treffen. Bundesrat Hoffmann, der freundschaftliche Kontakte zur deutschen Gesandtschaft in Bern pflegte, informierte daraufhin umgehend den deutschen Gesandten in Bern, Gisbert von Romberg, über den Beschluss des Emigrantenkomitees durch Deutschland zu reisen. Am 23. März telegrafierte von Romberg an das Auswärtige Amt, dass, Zitat, hervorragende russische Revolutionäre den Wunsch hätten, über Deutschland nach Russland heimzukehren. Zitat Ende. Noch am gleichen Tag gab der deutsche Staatssekretär Arthur Zimmermann diese Meldung an die oberste Heeresleitung weiter mit der Bemerkung, Zitat, da wir Interesse daran haben, dass Einfluss des radikalen Flügels in Russland Oberhand gewinnt, scheint mir eventuelle Durchreiseerlaubnis durch Deutschland angezeigt. Ich möchte daher Gewährung befürworten. Zitat Ende. Doch was waren die Motivationen und Hintergründe für eine so unglaublich rasche Zusage der Deutschen? Nun, verschiedene Berater des Reichskanzlers maßen Russland eine Schlüsselrolle für Deutschlands Sieg in Europa bei. Ja, der deutsche Gesandte in Kopenhagen meinte sogar, die letzte Entscheidung über Deutschlands gesamte Zukunft hinge von der Gestaltung der russischen Verhältnisse ab. Und da seien radikale Entschließungen, wie etwa die Einschleusung extremistischer Revolutionäre nach Russland, unvermeidlich, um, Zitat, uns den Sieg in letzter Stunde zu sichern. Also ganz handfeste militärische Interessen.
Die Begünstigung des extremen Elements, wie man sie nannte, also Lenins Gruppe, wäre vor allem deshalb vorzuziehen, weil, Zitat, dadurch gründlichere Arbeit besorgt und ein schnellerer Abschluss, also das heißt Abschluss des Zerfalls des Zarenreichs, herbeigeführt werden könne. Wilhelm II., der deutsche Reichskanzler, das Auswärtige Amt und die oberste Heeresleitung ließen sich schlussendlich von solchen Überlegungen leiten und befürworteten Lenins Zug. Die oberste Heeresleitung gab bereits am 25. März grünes Licht und kurz darauf übermittelte der deutsche Gesandte in Bern diese positive Nachricht, Robert Grimm. Doch dann verzögerte sich auf der Seite der Revolutionäre die Reiseplanung. Es gab im Wesentlichen zwei Gründe für diese Verzögerung. Erstens, die Mehrheit des Emigrantenkomitees wollte eine offizielle Einreisebewilligung der provisorischen Regierung abwarten. Zweitens, Lenin misstraute Grimm zunehmend und möchte deshalb Fritz Platten als Schweizer Unterhändler neu einsetzen. Zuerst zum erstgenannten Punkt. Die Menschewiki wollten die Reise nicht ohne offizielle Einwilligung der provisorischen Regierung antreten. Der Hintergrund dafür war folgender. Die provisorische Regierung hatte denjenigen Emigranten, die über Deutschland zu reisen beabsichtigten, einen Hochverratsprozess angedroht. In einem Telegramm des Berner Gesandten von Romberg ist zu lesen, Zitat, die Emigranten sind auf größte Schwierigkeiten, womöglich strafrechtliche Verfolgungen seitens russischer Regierung wegen der Durchreise durch feindliches Land gefasst. Zitat Ende. Diese Tatsache erklärt das Zögern der meisten Emigranten, ohne Zustimmung der provisorischen Regierung durch Deutschland zu fahren. Im Gegensatz dazu drängten die Bolschewiki auf eine sofortige Abreise. Da sich nun Grimm auf die Seite der Menschewiki stellte, also sagte, wir müssen abwarten, und weil Lenin befürchtete, dass Grimm im Hintergrund bereits Friedensverhandlungen vorspuren möchte zwischen Russland und Deutschland, wurde also Grimm durch Fritz Platten am Ende ersetzt. Mit Fritz Platten kam neuer Schwung in die Verhandlungen. Am 4. April, also quasi vor 5 Tagen, übergab Fritz Platten dem deutschen Gesandten von Romberg die Reisebedingungen der Bolschewiki. Entscheidend war vor allem die Möglichkeit, in einem exterritorialen Zugwaggon zu reisen und festzuhalten, dass nur Fritz Platten mit deutschen Stellen überhaupt in Kontakt treten wird. Damit sind wir nun beim 9. April vor 100 Jahren angelangt. Am 9. April 1917 traf sich die Reisegesellschaft, die zu 2/3 aus Bolschewiki bestand, mit wenigen Freunden im Zürcher Restaurant Zähringerhof zum Abschiedsmahl. Es gibt keine offizielle Liste zur Reisegruppe, nur eine seit 1924 mehrfach publizierte Liste. Diese enthält 30 Unterschriften, die aber nicht alle eindeutig sind. So taucht beispielsweise Charitonow zweimal auf dieser Liste auf. Auch sind nur teilweise die Kinder, die mitgereist sind, hier verzeichnet. Und ebenso ist unklar, genau hinter welchem Namen sich der illegal Reisende Karl Radek befindet. Eine Vermutung ist Beutzow, hier unter Nummer 8. Am Bahnhof Zürich wurden die Reisenden von rund 100 Personen verabschiedet und fuhren um kurz nach 15 Uhr Richtung Schaffhausen ab. Die Abfahrt vollzog sich in lärmender Auseinandersetzung mit zurückbleibenden Sozialisten anderer Richtung, also die nicht mit der Abreise dieses Zuges einverstanden waren. Die Reiseroute kennen Sie von unserem Programm. Es zeigt eindrücklich, finde ich, auf welchen Umwegen man diese Reise antreten musste, weil man nicht über die Ostfront reisen konnte. Am Grenzbahnhof Teingen-Gottmadingen übernahmen die Deutschen die Gesellschaft. Ihr D-Zugwagen mit Abteilen 2. und 3. Klasse wurden an fahrplanmäßige Züge angehängt. Die Türen blieben bis auf eine verschlossen und in einem durch Markierung am Boden abgegrenzten Abteil saß der deutsche Offizier, der gemäß Heeresleitung mitfahren musste.
Die Legende mit der Plombierung des Waggons wurde später von Platten, Radek und Zinoviev verbreitet, um die Exterritorialität des Wagens zu betonen. Und bis heute hält sich die Legende der Plombierung, auch heute Morgen habe ich gesehen, ist der Wikipedia-Eintrag noch unter dem Titel »Der plombierte Waggon« zu finden. Die Fahrt verlief ohne größere Zwischenfälle. In Sassnitz auf Rügen verließen die Revolutionäre deutsches Territorium und fuhren mit dem Schiff nach Schweden. In Trelleborg gelandet, ging die Reise weiter nach Stockholm. Dort wurden sie dann am 13. April feierlich von einer schwedischen Delegation empfangen. Das ist eine der wenigen Bilder, die wir kennen von dieser Reise, und sie lüftet auch ein Geheimnis über die Ankleide der Revolutionäre. Eine häufig gestellte Frage, was denn die Leute trugen. Danach ging es schließlich zum finnländischen Bahnhof, und das wird dann auch gleich die Überleitung zu Benjamin Schenks Vortrag sein. Ich möchte noch kurz zum Schluss etwas zu Zimmerwald sagen, was die Funktion oder Rolle Zimmerwalds dahinter ist. Die Deutschen hatten den explosiven Inhalt des Lenin-Zuges meines Erachtens komplett unterschätzt. Ein Grund dafür war, dass sie den Missing Link, der zwischen dem Leninzug und der Zimmerwalder Bewegung bestand, auf verhängnisvolle Weise übersahen. In meinen Schlussbemerkungen möchte ich auf diesen unbekannten Aspekt noch kurz eingehen. Selbst General Erich Ludendorff schrieb später, fatalerweise, Zitat, von Lenin, Zimmerwald, Kienthal keine Ahnung gehabt zu haben. Zitat Ende. Die deutschen Behörden übersahen die Sprengkraft, die mit der Zimmerwalder Bewegung 1915 ins Leben gerufen wurde. Das Zimmerwalder Manifest rief nicht bloß zum Frieden auf, was Deutschland vermutete, sondern forderte unmissverständlich Folgendes. Hier ein kurzer Auszug aus dem Manifest. Arbeiter und Arbeiterinnen, Mütter und Väter, Witwen und Waisen, Verwundete und Verkrüppelte, euch allen, die ihr durch den Krieg leidet, rufen wir zu. Über die Grenzen, über die dampfenden Schlachtfelder, über die zerstörten Städte und Dörfer hinweg, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Hier ging es nicht mehr um einen nationalen Kontext. Hier ging es darum, dass sich die Opfer dieses grausamen Krieges über die Schützengräben, über die Landesgrenzen hinweg in ganz Europa und über Europa hinaus gegen ihre Regierungen erheben sollten. Die Zimmerwalder Fraktion um Lenin, die sogenannte Zimmerwalder Linke, ging sogar noch einen Schritt weiter. Die Massenstreiks, die Meutereien, Aufstände und die Revolution sollten in einen Bürgerkrieg überführt werden. Aber nicht bloß in einen nationalen Bürgerkrieg, sondern in einen flächendeckenden, kontinentalen Bürgerkrieg gegen die herrschenden Klasse. Diesen Punkt hatte die deutsche Reichsregierung nicht bedacht, als sie in Bern mit den beiden Zimmerwaldern, Grimm und Platten, über die Durchreise verhandelten. Hier standen Beamten, deren Beziehungsrahmen national war, Menschen gegenüber, deren Welthorizont ein internationalistischer war und die schon lange nicht mehr in nationalen Bezugsgrößen dachten. Und keinem fiel auf, dass alle, die am Zugprojekt beteiligt waren und auf der langen einwöchigen Reise, etwa in Schweden, Kontakt mit der Reisegruppe hatten, alle Zimmerwalder waren. Zu laut war das Getöse, mit dem der leninsche Zug schließlich sein Ziel erreichte und in den finnländischen Bahnhof in Petrograd einfuhr. Als Lenin und seine Gesinnungsgenossen am Abend des 16. April nach einer einwöchigen Reise in Petrograd ankamen, bereiteten ihnen ihre Parteifreunde am finnischen Bahnhof einen triumphalen Empfang. Soldaten standen auf dem Bahnsteig Spalier, rote Fahnen schmückten die Bahnhofshalle und bei der Ankunft des Zuges ertönte die russische Fassung der Marseillaise. Bis heute erinnert das älteste Lenin-Denkmal St. Petersburgs auf dem Vorplatz des finnischen Bahnhofs an diesen denkwürdigen historischen Tag. Es zeigt Lenin auf dem Dach eines stilisierten Panzerwagens in der Pose des Volkstribuns, der den Massen den Weg in die Zukunft weist.
In der offiziellen Geschichtsschreibung der Sowjetunion markierte der 16. April, das heißt die Rückkehr Lenins aus dem Schweizer Exil, einen Wendepunkt in der Geschichte der russischen Revolution. Die Ankunft des Revolutionsführers symbolisiert in dieser Lesart den Beginn jener Ereigniskette, an deren Ende die Machtergreifung der Bolschewiki am 25. Oktober bzw. am 7. November 1917 steht, also jenes Ereignisses, das bald als große sozialistische Oktoberrevolution gefeiert wurde. Es steht außer Zweifel, dass die Geschichte der russischen Revolution anders verlaufen wäre, hätte Lenin am 9. April 1917 in Zürich nicht den Zug in Richtung Petrograd bestiegen. Ohne die radikalen politischen Ansichten Lenins, ohne seine Zielstrebigkeit, seine Kompromisslosigkeit, wäre es im Herbst 1917 mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zum Sturz der provisorischen Regierung und zur Errichtung einer Einparteiendiktatur gekommen. Gleichzeitig ist zu betonen, dass es am Tag der Ankunft des Zuges noch alles andere als klar war, dass sich Lenin mit seinen politischen Plänen würde durchsetzen können. Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass neben Lenin andere wichtige Figuren den Weg zum Roten Oktober geebnet haben, allen voran Leon Trotzki, der im Mai 1917 aus dem amerikanischen Exil zurückkehrte. Trotzki wurde später in der Zeit des Stalinismus nicht nur politisch ausgeschaltet und von Stalins Schergen ermordet, sondern auch aus der offiziellen Erinnerung an die russische Revolution verbannt. Wenn wir also von Lenins Weg an die Spitze der Macht sprechen, sollten wir dies nicht vergessen. Als Lenin Anfang April nach 17 Jahren des Exils nach Russland zurückkehrte, wusste er, dass seine Partei der Bolschewiki in der Hauptstadt keine Mehrheit hinter sich hatte. Zudem wurde bald deutlich, dass er auch innerhalb seiner eigenen Partei eine Minderheitenposition vertrat. Lenin lehnte jede Zusammenarbeit mit den anderen sozialistischen Parteien ab und forderte den Sturz der provisorischen Regierung sowie die Übergabe der Macht an den Petrograder Sowjet der Soldaten- und Arbeiterdeputierten. In seinen berühmten Aprilthesen, das Exponat können Sie auch in der Ausstellung im Landesmuseum sehen, plädierte er zudem für einen sofortigen Austritt Russlands aus dem imperialistischen Ersten Weltkrieg, für eine Enteignung der Großgrundbesitzer, die Verstaatlichung der Banken und die Nationalisierung aller Produktionsgüter. Lenin wollte nichts von der Verteidigung der Errungenschaften der bürgerlichen Februarrevolution und der Fortführung des Krieges im Zeichen der revolutionären Vaterlandsverteidigung wissen. Sein Ziel war die Überführung der Bürgerlichen in eine sozialistische Revolution. Nach seinem Verständnis befand sich der Imperialismus in ganz Europa in der Krise. Nach dem Sieg des Proletariats in Russland, so seine Überzeugung, würden auch die Arbeiter in Deutschland, England und Frankreich die alte Ordnung stürzen und der Weltrevolution zum Sieg verhelfen. Zunächst galt es jedoch, die sozialistische Revolution im eigenen Land zu verwirklichen. Die Zeichen dafür standen anfangs alles andere als günstig. Zum einen war Lenin bei seiner Ankunft mit der komplizierten Lage des revolutionären Petrograd nicht vertraut. Er kannte die Lage nur aus der Presse bzw. aus Briefen seiner Parteifreunde. Zum anderen fehlte ihm der Rückhalt in den eigenen Reihen. Am Tag nach seiner Ankunft verwarf das Zentralkomitee der Bolschewiki mit 13 gegen 2 Stimmen die Forderungen seiner Aprilthesen. Allein auf die Unterstützung von Alexandra Kollontai konnte sich Lenin verlassen. Jenseits der sozialistischen Kreise war Lenin eine weitgehend unbekannte Person. Die Mehrheit der Petrograder Bevölkerung hatte noch nie von ihm gehört. Schließlich stellten sich Lenin mächtige Gegner in den Weg, angefangen von seinen Widersachern im Zentralkomitee der bolschewistischen Partei bis zu den anderen sozialistischen Parteien und der provisorischen Regierung, der er ja in seinen Aprilthesen offen den Krieg erklärt hatte. Schon vor seiner Ankunft in der russischen Hauptstadt hatten Lenins politische Gegner eine Diffamierungskampagne gegen ihn und seine Gesinnungsgenossen gestartet. Den Vorwürfen, er und seine Kollegen seien deutsche Spione, trat Lenin ganz entschieden entgegen. Rückblickend lässt sich zeigen, dass auf dem Weg Lenins an die Macht
mehrere Etappen zu absolvieren waren. Zunächst musste er die eigene Parteiführung vom politischen Programm seiner Aprilthesen überzeugen. Dann galt es, mit Hilfe von politischer Agitation den Rückhalt der Bolschewiki unter den Arbeitern und Soldaten auszubauen. Hatte die Partei im Frühjahr 1917 nur 80.000 Mitglieder, waren es im Oktober 1917 jedoch bereits 350.000. Zudem mussten sich die Bolschewiki im Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatendeputierten gegen die anderen sozialistischen Parteien durchsetzen. Diese Bastion wurde Ende August bei den Wahlen zum Petrograder Sowjet genommen. Ende September übernahm dann Leon Trotzki die Führung im Exekutivkomitee des Petrograder Rates. Entscheidend war schließlich die Übernahme der Kontrolle über die Streitkräfte, das heißt der Petrograder Garnison. Diese wurde bereits Mitte Oktober 1917 dem von Trotzki geleiteten Militärrevolutionären Komitee unterstellt. Damit hatte die provisorische Regierung die Möglichkeit verloren, sich gegen einen bewaffneten Umsturz der Bolschewiki zu wehren. Als diese dann in der Nacht des 25. Oktober 1917 alle strategischen Punkte der Hauptstadt besetzten und zum Sturm auf das Winterpalais ansetzten, war ihnen die provisorische Regierung praktisch schutzlos ausgeliefert. Die zielgerichtete Strategie der Bolschewiki erklärt ihren Erfolg im Oktober 1917 jedoch nur zum Teil. Ebenso bedeutend waren drei weitere Faktoren. Erstens die politischen Versprechungen Lenins, zweitens das politische Handeln der provisorischen Regierung und drittens der weitere Verlauf des Krieges. Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass Lenins Forderung nach Frieden, Land und alle Macht den Räten den Puls der Zeit traf und dem Wunsch vieler Menschen, vor allem unter den Soldaten und Bauern, entsprach. An diesem Punkt rächte sich die Entscheidung der provisorischen Regierung, die Landfrage und die Frage nach der zukünftigen politischen Ordnung des Landes offen beziehungsweise der zu wählenden verfassungsgebenden Versammlung zu überlassen und den verhassten Krieg fortzusetzen. Lenin dagegen versprach den Bauern Land, den Soldaten Frieden und den Arbeitern Brot und Mitbestimmung. Das kam bei der Masse der Menschen aus den unterprivilegierten Schichten gut an. Sie sahen sich zunehmend um die Früchte der Februarrevolution betrogen und verstanden immer weniger, warum das Sterben in dem sinnlosen Weltkrieg und das Hungern in den Städten noch weitergehen sollte. Der Machtzuwachs der Bolschewiki hatte zum Zweiten etwas mit dem glücklosen Agieren der provisorischen Regierung zu tun. Dabei muss man bedenken, dass die Handlungsspielräume des Kabinetts stark eingeschränkt waren. Nach der Februarrevolution musste sich die neue Regierung die Macht mit anderen Institutionen teilen, allen voran dem Petrograder Sowjet. Große Teile des Landes waren von deutschen Truppen besetzt und die Disziplin der Armee zerfiel in beängstigendem Tempo. Verheerend wirkte sich die Entscheidung des neuen Kabinetts aus, den Krieg fortzusetzen und die Bündniszusagen Russlands gegenüber den Alliierten England und Frankreich zu bestätigen. Bereits im März 1917 hatte sich der Petrograder Sowjet dieser Strategie entgegengestellt, was eine erste Krise zwischen diesen beiden Machtzentren auslöste. Als dann im Sommer 1917 eine groß angelegte militärische Offensive Russlands, die Kerensky- oder sogenannte Brusilow-Offensive, als diese Offensive kläglich scheiterte und Hunderttausende russische Soldaten sinnlos starben, liefen Arbeiter und Soldaten scharenweise zu den Bolschewiki über. In dieser Situation im Sommer 1917 lag die Macht für die Bolschewiki eigentlich schon auf der Straße. Anfang Juli suchten erstmals 20.000 bewaffnete Soldaten die Konfrontation mit der provisorischen Regierung. Es kam zu verwirrenden Szenen in der Hauptstadt, zu Schusswechseln und vielen Toten. Noch zögerten Lenin und die Führung der Bolschewiki, sich an die Spitze dieser erneut spontanen Bewegung zu stellen, und über die Gründe für das Zögern spekulieren Historiker bis heute. Dennoch erkannte die provisorische Regierung die heraufziehende Gefahr, ließ die Bolschewiki als Partei verbieten und die Parteiführung festnehmen. Um der Verhaftung zu entgehen, setzte sich Lenin ins benachbarte Finnland ab, wo er nun im Untergrund an Plänen für den Umsturz arbeitete.
bleibt als dritter und letzter Punkt der für Russland glücklos verlaufende Erste Weltkrieg. In der Forschung herrscht weitgehend Konsens, dass man bereits die Februarrevolution nur mit Blick auf die kriegsbedingten Versorgungsengpässe in Petrograd erklären könne. Nada Boschkowska hat darauf hingewiesen. Auch für die Oktoberrevolution bildete der weitere Kriegsverlauf einen wichtigen Hintergrund. Wichtig ist hier nicht nur die gescheiterte Offensive der russischen Armee im Juni 1917, nicht weniger bedeutsam ist der missglückte Putschversuch des Oberbefehlshabers der Armee, General Karnilow, der Ende August 1917 versuchte, den Petrograder Sowjet zu entmachten. Dieses erste Aufflammen der Konterrevolution von rechts trieb den Bolschewiki scharenweise neue Anhänger zu. Schließlich hatte sich die Partei als einzige kompromisslos für die Macht der Räte eingesetzt. Das Vorrücken deutscher Truppen von Riga auf die russische Hauptstadt Anfang Oktober wusste schließlich Trotzki zu nutzen, um die Petrograder Garnison dem von ihm kontrollierten Militärrevolutionären Komitee zu unterstellen. Lenin wiederum nahm die wachsende Unzufriedenheit und Kriegsmüdigkeit in der Bevölkerung zum Anlass, um bei seinen Parteifreunden aus seinem Versteck in Finnland für einen baldigen bewaffneten Umsturz zu werben. Anfang Oktober kehrte er inkognito nach Petrograd zurück und die Perücke, die er angeblich getragen hat, können Sie auch in der Vitrine im Landesmuseum bestaunen. Also Lenin kehrte nach Petrograd zurück. Am 10. Oktober fasste schließlich das Zentralkomitee der Bolschewiki mit zwei Gegenstimmen den Beschluss, mit den Vorbereitungen für den Sturz der provisorischen Regierung zu beginnen, der dann am 25. Oktober relativ geräuschlos erfolgte. Das städtische Leben in Theatern und Restaurants nahm an diesem Abend seinen ungestörten Gang. Nach den Ereignissen des Roten Oktober, die später in der sowjetischen Erinnerungskultur dramatisch überhöht wurden, und der Einsetzung einer neuen bolschewistischen Regierung begann Lenin sofort mit der Umsetzung seines revolutionären Programms. Bereits am 26. Oktober, also am nächsten Tag, verkündete er das Dekret über den Frieden. Es folgte das Dekret über Grund und Boden und wenig später die Deklaration der Selbstbestimmung der Völker des Russländischen Reiches. Damit war der Anfang für die Transformation Russlands in den ersten sozialistischen Staat der Geschichte gemacht. 1922, nach 5 Jahren eines brutalen und verlustreichen Bürgerkrieges, sollte auf dieser Grundlage die Sowjetunion aus der Taufe gehoben werden. Am 16. April 1917, als Lenins Zug am finnischen Bahnhof in Petrograd eintraf, war nicht abzusehen, dass es der Führer der Bolschewiki bis an die Spitze der Macht in Russland schaffen würde. Hätte er jedoch am 9. April 1917 in Zürich den legendären Zug nicht bestiegen, wäre die Geschichte Russlands und Europas im 20. Jahrhundert vermutlich in anderen Gleisen verlaufen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte jetzt meine beiden Kolleginnen, Nada Boschkowska und Julia Richards, wieder nach vorne bitten. Und wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Es gibt ein Saalmikrofon und Sie sind eingeladen, Ihre Fragen zu stellen. Ich habe festgestellt, Sie waren sich alle drei einig, dass das Auftauchen Lenins in Russland dann im April ganz entscheidend war für die Geschichte. Und wäre das nicht, also wäre er nicht da angetroffen, hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Jetzt ist die Frage, was würden Sie denn vermuten, was für einen Verlauf es genommen hätte? Der Punkt ist, Sie haben einfach festgestellt, es gab diverse Ursachen, die zur Revolution 1905 geführt haben, aber auch zur Februarrevolution, die also nicht gelöst wurden bis dahin. Jetzt ist die Frage, wäre Lenin nicht aufgetaucht? Hätte man dann irgendwie alternative Lösungsvorschläge gehabt? Hätte sich die provisorische Regierung durchsetzen können und vielleicht irgendwie diese Probleme durch Evolution lösen können? Oder hätte dann ein Kornilow oder dergleichen irgendwie ein anderes Regime errichtet? Oder was wäre die Alternative dazu gewesen? Oder wäre dann nicht
ein anderer Lenin, eine andere radikale Gestalt nötig gewesen und das Ganze wäre einfach nur ein bisschen später passiert. Wir haben ja als Historikerinnen und Historiker wenig mit postfaktischen Dingen zu tun, aber mit kontrafaktischen, also was wäre, wenn? Diese Fragen hören wir sehr oft und also ich glaube, wir wurden regelmäßig im Vorfeld zu unserer heutigen Veranstaltung auch gefragt, wie stand es denn um die Demokratie in Russland? Also ist das, was wir mit der Februarrevolution gesehen haben, war das jetzt die Demokratie? Und ich kann einfach mal einen Anfang machen. Meiner Meinung nach war Russland in der damaligen Instabilität und in der damaligen Situation, auch noch dadurch, dass die provisorische Regierung den Krieg weitergeführt hat, vielleicht nicht in der Lage, eine Demokratie tatsächlich, also so im klassischen Sinne, wie wir sie kennen, komplett vollziehen zu können. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung der Situation, wie ich die Lage von damals einschätze. Deshalb halte ich das zum Teil für einen Kurzschluss, dass mit der Februarrevolution kam die wunderbare Demokratie, die dann die russische Oktoberrevolution wieder zunichte gemacht hat. Also die Frage ist wirklich, hier waren demokratische Ansätze vorhanden, aber wie Benjamin Schenk, und das wäre eigentlich auch meine Überleitung, sehr deutlich dargelegt hat, zu viele Probleme waren auch mit der Februarrevolution nicht gelöst. Und vor allem die Fortführung des Krieges war sicher einer der virulentesten Gründe. Also es ist ein großes Thema, natürlich diese Was-wäre-gewesen-wenn-Frage. Ich würde gerne auf zwei Dinge hinweisen, wenn man Beobachtungen aus der Zeit liest, die schildern, wie Lenin ankommt und was er für Forderungen stellt. Die meisten Menschen auch innerhalb der revolutionären Bewegung waren wie vor dem Kopf gestoßen, weil diese Stimmung, die Lenin reinbrachte, eine vollkommen neue war. Man dachte eigentlich, die Revolution sei vollendet. Und man dachte nun, jetzt ginge es darum, mit den Kräften, die es gibt, mit der provisorischen Regierung und dem Rat der Arbeiter- und Soldatendeputierten, eine neue Ordnung zu schaffen und vor allem auf die Wahl dieser konstituierenden Versammlung hinzuwirken. Und die Stimmung war die, dass man sagt, es gilt natürlich nun, diese Früchte der Revolution zu verteidigen, aber eigentlich haben wir das erreicht, was wir erreichen konnten. Und Lenin sagte nur, nein, wir sind erst auf der Hälfte des Weges, wir müssen weitermachen. Das war erstmal etwas ganz was Neues. Und wäre Lenin nicht gekommen, wäre es durchaus möglich gewesen, dass diese verschiedenen Machtzentren wie in einer evolutionären Entwicklung an dem Bau einer neuen Ordnung gebaut hätten. Und es gab auch schon Anzeichen, es gab sogar auch Anzeichen, dass sich die Bolschewiki und die Menschewiki wieder vereinen wollten. Davon wollte Lenin nichts wissen. Er sagte, das ist der Tod für uns. Wir müssen auf jeden Fall auf dieser Spaltung beharren. Aber diese Tendenzen gab es bereits in der russischen Sozialdemokratie, hier die Kräfte erneut zu bünden. Und dann sollte man nicht vergessen, dass die Wahlen zur konstituierenden Versammlung ja tatsächlich stattfanden, Ende 1917, auch nach der Oktoberrevolution. Und dann, als dann diese Versammlung erstmals zusammentrat, um die Arbeit aufzunehmen und die Bolschewiki in dieser Versammlung keine Mehrheit hatten, dann wurde sie eben gewaltsam von den Bolschewiki aufgelöst. Das heißt, es gab eigentlich schon auch Strukturen, die es ermöglicht hätten, nun eine neue Ordnung zu entwickeln, jenseits von den Plänen von Lenin, die er mit seiner wirklich sehr radikalen Position neu nach Russland reingebracht hat. Zwei, drei kurze Ergänzungen. Es war ja ganz offensichtlich, dass die provisorische Regierung nicht in der Lage war, die dringenden Probleme zu lösen. Das wäre so weitergegangen mit der Unzufriedenheit der Bevölkerung, der Soldaten. Von daher bin ich... ist gut möglich, dass sich das alles einfach etwas verzögert hätte, dass wenn die Unzufriedenheit der Bevölkerung sich noch weiter gesteigert hätte, im Winter dann die Situation sich noch einmal verschlimmert hätte, hätte es sicher noch mehr Unruhen gegeben und vielleicht hätte sich jemand dann tatsächlich an die Spitze dieser Unzufriedenheit und dieser Unruhen von unten gestellt, in irgendeiner der sozialistischen Bewegung. Das ist gut möglich. Eine andere Möglichkeit ist, die Wahl für die konstituierende Versammlung, die war ja angesetzt für November. Und das hätte man dann schauen müssen, wie die Wahlen herausgekommen wären, jetzt unter anderen Vorzeichen, jetzt ohne, dass die Bolschewiken da die Macht bereits übernommen hätten, wer da gesiegt hätte und ob sich dann diese Mehrheit jetzt dazu hätte entschließen können, den Forderungen der Bevölkerung eben nach Brot, nach Frieden, nach Land auch tatsächlich nachzugeben, weil das braucht es unbedingt. Die Bevölkerung, die große Masse der Bevölkerung war nicht bereit, jetzt dahinter zurückzugehen. Und
und jemandem zu folgen, der das jetzt nicht versprochen hätte. Was weiß man über die Haltung der offiziellen Schweiz? Hatte die irgendwas beabsichtigt oder ist die überrumpelt worden? War die froh, dass sie revolutionäres Potenzial losgeworden ist? Hat sie sich auf die Seite von Deutschland vielleicht taktisch bewegt? Oder war man da einfach vollkommen naiv? Was weiß man darüber? Ja, also die offizielle Schweiz, das, also man muss vielleicht die Rolle Arthur Hoffmanns noch etwas genauer benennen. Also er hat nicht im Namen des Bundesrates gehandelt, sondern als Einzelperson gehandelt. Aber immerhin handelte es sich um den Bundesrat Arthur Hoffmann, der natürlich die Verbindungen hatte zur deutschen Gesandtschaft in Bern. Der restliche Bundesrat hielt sich sehr zurück und Sie haben das wunderbar formuliert. Ich glaube, man war sehr froh, die russischen Revolutionäre loszuwerden. Ja, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank auch für diesen wunderschönen Anlass hier. Ich habe zwei Fragen. Sie haben ja verschiedene Personen und auch Gruppierungen erwähnt, die im Rahmen dieses russischen Zuges auch aktiv waren, also sei es die Zimmerwalder Bewegung, von der ich eigentlich überrascht war über Ihre Aussage, dass Sie gesagt haben, dass die wesentlichen Leute, die hier an diesem Zug beteiligt waren und die man auch unterwegs getroffen hatte, Zimmerwalder waren, was mich irgendwie sehr gefreut hat. Aber dann auch die Rolle der Zimmerwalder im Anschluss daran, also die Zimmerwalder Bewegung wurde ja aufgelöst. Vielleicht können Sie hierzu noch etwas sagen. Und dann auch Robert Grimm oder auch Fritz Platten, die dabei waren, die nachher irgendwie, also es war dann nur noch Lenin, der hier war, stimmt es? War es wirklich nur noch Lenin, der irgendwie die Dinge geprägt hat? So wie auch die Frage nach der Frauen, also nach diesen Frauendemonstrationen, die eigentlich am Ursprung der Revolution gestanden haben, ließen die sich einfach so entmachten? Gab es da nicht auch noch bedeutende Namen, die irgendwie in diesen weiteren Entwicklungen dabei waren und Dinge bestimmt haben? Soll ich mal mit Zimmerwald und dann zu den Frauen? Obwohl eben in der Zimmerwalder-Bewegung gab es ja auch ganz bedeutende Frauen. Das ist dann die Brücke zu Nada Boschkowska. Ja, das mit den Zimmerwaldern ist wirklich ein bisschen ein vergessenes Kapitel und uns wurde das im Rahmen der Forschung zum 100-jährigen Jubiläum der Zimmerwalder-Konferenz Stück für Stück erst bewusst, welche Rolle die Zimmerwalder bei diesem Zug spielten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nochmal in diese Zeit von damals, also quasi wirklich von Tag zu Tag zurückzuversetzen. Also obwohl die Zimmerwalder Bewegung untereinander auch gespalten war in der Frage, wie es jetzt weitergehen sollte, wird es eine wiederbelebte zweite Internationale geben oder wie die Zimmerwalder Linke gefordert hat, die sich ja nicht umsonst Zimmerwalder Linke genannt hat, die eine dritte Internationale forderte, also dann die spätere Komintern. Man war sich also in vielen Punkten nicht einig, aber was die Akten interessanterweise zeigen, wenn man sie genau liest, ist, dass ein unglaublich enges Kommunikationsnetzwerk vorherrschte, wie man miteinander verhandelte. Also auch Martow war mit Lenin immer noch in einem engen und guten Kontakt. Sie waren sich einfach politisch sehr oft nicht einig, aber in der Schweiz pflegte man eigentlich einen sehr, sehr engen Kontakt. Muss ich gerade überlegen. Die Rolle von Platten und Grimm, genau, also die, sie spielten beide eine ganz, ganz wichtige Rolle und sie waren auch jene, die nach Schweden zu den Zimmerwaldern in Schweden telegrafierten, um diese Reise anzukündigen und so weiter. Also egal, wo man auf diesem Zug anhält, es tauchen irgendwelche Zimmerwalder auf. Also das war auch, finde ich, ist wirklich ein vergessenes Kapitel, dass dieser Zug nicht einfach eine Idee von irgendwelchen Schweizern, einem Bundesrat und den deutschen Geheimdiensten war, sondern dass diese Erfahrungen von der Zimmerwalder Konferenz und dieses enge Netzwerk, das sich quer über Europa spannte, ganz wichtig war, um diese Idee überhaupt zu verfolgen. So viel mal zur Zimmerwalder.
Zu den Frauen, da gibt es Verschiedenes zu erwähnen. Einerseits in der revolutionären Bewegung in Russland gab es sehr viele Frauen, mehr als in den westeuropäischen linken Gruppierungen, etwa 15% der Mitglieder waren Frauen, das waren im Westen vielleicht eher 5-10%. Das heißt, die Frauen waren bei den Revolutionären insgesamt sehr gut vertreten. Und dann haben wir gesehen, bei den Demonstrationen waren sie eigentlich auslösend für die Februarrevolution. Sie haben für das Wahlrecht gekämpft, sie haben das auch bekommen, also das war ein wichtiger Etappensieg, den die Frauen damals erreicht haben. In höheren Positionen, also in der Revolution selbst, haben sie dann natürlich in einem bestimmten Moment dann die Führung abtreten müssen an diejenigen, die die Waffen hatten, also an die Soldaten, die haben das dann übernommen. In späterer Zeit, also unmittelbar eigentlich, waren Frauen auch vertreten in der Regierung. Alexandra Kollontai ist da in erster Linie zu nennen, die eine wichtige Politikerin war, eine wichtige Persönlichkeit. Die Frauen, die haben in der jungen Sowjetunion sehr umfassende Rechte bekommen, also eigentlich die Emanzipation der Frau war ein echtes Anliegen ursprünglich einmal. Es gab auch eine Frauenorganisation, die sich darum gekümmert hat, aber gleichzeitig waren die Bolschewiken der Meinung, dass sich dann in der idealen klassenlosen Gesellschaft ja alle diese Probleme von selbst lösen würden, also Emanzipation oder auch Nationalismus. Alles, was die Menschen im Kapitalismus plagte, das würde sich von selbst erledigen im Sozialismus. Und deswegen sei es längerfristig auch nicht nötig, da spezielle Vorkehrungen für diese Gruppierungen zu treffen. Im Ergebnis, wenn Sie die ganze Geschichte der Sowjetunion dann anschauen, war es dann natürlich so, dass trotz Emanzipation, trotz Gleichberechtigung der Frauen, auf der politischen Ebene in den höchsten Ämtern Frauen kaum eine Rolle gespielt haben. Also auf höchster Ebene haben die Männer die Macht für sich behalten, auf tieferer Ebene sehr wohl, da waren Frauen sehr gut vertreten, aber eben in die oberste Riege haben sie es kaum einmal geschafft. Ich würde gerne noch zwei Sätze sagen zu Ihrer Bemerkung oder Beobachtung, dass es danach nur noch um Lenin ging. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Ich habe da versucht, darauf hinzuweisen, dass es eben dieses offizielle sowjetische Geschichtsnarrativ ist oder diese Geschichtsdarstellung, die noch sehr stark geprägt ist, auch aus der Zeit des Stalinismus, wo wichtige Akteure einfach nicht vorkommen. Also Trotzki ist natürlich das berühmteste Beispiel, der mindestens genauso wichtig war für den Roten Oktober wie Lenin, den man aber weitgehend vergessen hat, aufgrund der Säuberungen der entsprechenden Geschichte. Und was Fritz Platten angeht, ist es eben auch ein ganz interessanter Umstand. Also Platten spielt eine Schlüsselrolle, also Julia Richards hat darauf hingewiesen, bei der Organisation dieser Rückreise. Aber auch die weitere Biografie von Fritz Platten ist äußerst tragisch. Platten geht dann in den 30er Jahren in die Sowjetunion, will dort eine landwirtschaftliche Kommune gründen, macht es auch, er kann auch eine ganze Reihe von Schweizer Sozialisten begeistern, mit ihm zu kommen, aber er gerät dann eben in der Zeit der großen Säuberungen in die Mühlen des Systems und stirbt dann Anfang der 40er Jahre in einem der stalinistischen Lager. Und Fritz Platten ist auch so eine Figur, die weitgehend, also natürlich nicht vollkommen vergessen ist, aber auch in der Schweiz gibt es zum Beispiel bis heute keine umfassende Fritz-Platten-Biografie, was auch sehr viel darüber sagt, also Literatur über Lenin füllt ganze Bibliotheken, aber über andere Figuren weiß man sehr, sehr viel weniger. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber das bestätigt Ihre Beobachtung, aber das hat sehr viel mit Geschichtspolitik zu tun, auch mit der Politik des Vergessens von bestimmten Personen. Also ich möchte eine Frage stellen über die Problematik des Wahrnehmungs der russischen Revolution. So, ich komme dann zurück zu dieser Frage, was wäre, wenn? Und eigentlich, Sie sagen das als Ende, wenn es wäre kein Zug, dann wäre es vielleicht keine russische Revolution. Und gleichzeitig, dass es wäre keine Möglichkeit, so Demokratie zu entwickeln in Russland. Und meine Frage dann so, dass Sie sagen immer, dass es war so die dramatische, ja, es war so dramatische Ereignisse, aber ohne diese dramatischen Ereignisse, was wäre eine Möglichkeit, so einen anderen Weg zu nehmen für die Russland?
Und das hier sehe ich so die Missverständnis zwischen so europäische und so russische Wahrnehmung. Ja, ist natürlich, wie gesagt, schwierig. Wir konstruieren uns ja ex post eine Geschichte und haben den Eindruck, ja, dass wir suchen dann Kausalitäten und das eine folgt aus dem anderen. Aber wenn wir in die jeweiligen Momente der Geschichte hineingehen, dann sehen wir, dass viele Möglichkeiten bestehen, dass die Ausgänge verschieden sein können, je nachdem, was halt genau passiert in dem Moment, welche Person vielleicht aus kleinen, nichtigen Gründen in dem Moment auch das Sagen hat. Es können auch Zufälle sein, also diese Kontingenz von Geschichte, dessen müssen wir uns sehr bewusst sein. Von daher könnte eigentlich im Verlauf des Jahres 1917 an vielen Stellen die Geschichte anders weitergehen. Und es wäre schwierig, jetzt das alles irgendwie hier aufmachen zu wollen. Meine Überzeugung ist einfach, dass wenn Sie insgesamt die weitere oder Möglichkeiten für eine vielleicht demokratische Entwicklung Russlands ansprechen, dann lagen die meiner Meinung nach wirklich vor dem Ersten Weltkrieg. Also nach 1905, nachdem ein gewisses politisches Leben in der Legalität möglich war, ein Parlament da war, wenn diese Phase länger angedauert hätte, dann hätte Russland ganz bestimmt einen anderen Weg nehmen können. Und der Erste Weltkrieg hat sehr vieles entfesselt, sehr viele Akteure und hineingebracht, so internationale, nationale, und es wurde dann sehr schwierig und unübersichtlich und wie gesagt, das an vielen Stellen hätte es ganz anders herauskommen können. Also ich teile das. Also eine Sache, die vielleicht noch der Erwähnung bedarf, ist, dass man über die Februarrevolution, dass die Februarrevolution ein Ereignis war, was in der Sowjetunion eigentlich nicht richtig erinnert wurde. Es war in der Sowjetunion die Erinnerung sehr stark auf den Oktober, auf die große sozialistische Oktoberrevolution. Und von meiner Beobachtung heute, was heute Geschichtsdebatten in Russland angeht, beobachtet man, dass man im heutigen Russland sehr stark auch über die Februarrevolution diskutiert und da auch danach fragt, was hätte auch da für ein Potenzial bestanden, diese Dinge dann nach dem Februar weiterzuentwickeln. Also insofern ist es eine ganz spannende Debatte, die auch in Russland heute geführt wird und wo wir natürlich im internationalen Dialog auch mit den russischen Kolleginnen und Kollegen auch stehen. Wir müssen, also das ist auch ein Thema, was definitiv in der Podiumsdiskussion angeschnitten wird. Und wir müssen aber hier an diesem Punkt enden. Vielen Dank.